Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Outer Worlds. Im letzten Part haben wir endlich die kotzende Naoka gefunden und ein bisschen was über eine Alien-Invasions-Fantasie mitbekommen und wir dürfen gespannt sein, was da dran ist. Ich bin auch echt gespannt, wie der Quest weitergeht. Doch heute machen wir uns erstmal auf zu Phineas. Um die Main-Quest mal eben weiterzumachen. Phineas Labor. Dies wird wahrscheinlich gleich wieder ausgesprochen. Das heißt, ich kann es dann wieder merken. Ich glaube, Phineas war es. Phineas. Ja. Ich gratuliere dir. Das hast du wirklich super gemacht. Kann ich gar nicht anders beschreiben. Wie sorgen wir los, oder was? So, wir bleiben unserem Team treu. Never touch this. Okay. Ich fasse hier sowieso nichts an. Mir ist das zu gruselig. So, auf geht's. Schnacken wir mal. Der hat sich auch schon selbst einquarantänisiert, der gute Mann. Der macht alles richtig. Mit ihm können wir nur durch eine Glaswand sprechen. Phineas, wie geht's dir? Was machst du denn da hinten? Ich will das lieber nicht wissen. Aber das Hausschwein ist noch da, ne? Guck mal, da ist Bubbles. No, Bubbles. Alles gut bei dir, Bubbles? Ja, Bubbles geht's gut. Mach ein bisschen Dreck hier, das kackt halt auch mal irgendwo hin. Das ist nun mal so. Auch ein Schwein muss kacken. Oh, das ist Bubbles Bruder. Naja, gut, wir schnacken mal mit Phineas. Hallo. Naoka, du bist im Weg, aber schön, dass es dir wieder gut geht. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Ja, Toilettenpapier. We can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Wie aufregend. Ja. Sag mir einfach, was ich tun soll. Was ist so wichtig an dieser Chemikalie? If I had time in several blackboards, I could explain the details to you, but to put it briefly, dimethyl sulfoxide is the reason you're alive today. Hmm. The chemical is absolutely essential to reviving the Hope's colonists. I need you to steal as much as you possibly can. The more, the better. Don't bring me enough chemicals, I might not be able to save the Hope's colonists. And then nothing will stop the board from destroying this colony. Okay. Was war das nochmal über Minister Clark? Aloysius Clark, Minister of Earth. Virtually every colony requires the presence of a Minister of Earth. Clark is complicit in every one of the board's crimes. Whenever the board issues some new decree, you'll find Clark's signature on the dotted line. Okay. Bei dir hört sich das so einfach an. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa, she's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. Okay. Gibt es etwas, das ich über diese Carmen Imagawa wissen sollte? You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes mit dir besprechen. Of course, of course. What's on your mind? Muss ich was so eine Option gibt, ne? Das war's schon. Ich komm wieder. Wir haben Stufe 26 erreicht. Oh, noch mal ein bisschen leveln oder was? So, Langfeuerwaffe sind wir fast bei 90. So, was machen wir denn mal jetzt? Wie sieht's denn aus? Hacken. Hacken? Haben wir einen Malus?
wegen dem Elite-Soldaten-Körperpanzer in Gold. Und schleichen auch. Das ist aber nicht nett. Durch Naoka geht's hoch. Okay, das ist ja cool gemacht. Schlösser knacken. Medizin sind wir okay. Wir könnten die Langwaffe natürlich auf 100 bringen. Kritische Treffer mit Langwaffe ignorieren. 100% Rüstung. Übel. Schwere Waffe mache ich auch viel mit. Aber ich würde sagen, weil es am wichtigsten ist. Lügen sind wir ja krass dabei. Naoka. Lügen haben wir 70. 80. Verwirrende Chance von Robotereinheiten. Hm. Hacken wäre halt auch noch wichtig. Hacken und Schlossklang ist schon gut. Lügen sind wir schon gut dabei. Ja, was mache ich als erstes? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Ich glaube, ich erhöhe Hacken auf 80. Ja, okay. Und Fertigkeiten. Und Vorteile. Annehmen. Was haben wir denn noch so? 30% Schaden bei unter 25 Leben. Wissenschaftswaffenschaden. Kopftreffertötung verursacht 25% des Schaden. Belebe Begleiter mit 25% Leben wieder. Dein nächster Angriff, nachdem du den Gegner getötet hast, ist ein garantierter kritischer Treffer. Das in Kombination mit meinem Treffer geht durch 100 Rüstung, wäre zum Beispiel richtig cool. Erhöht den Rüstungswert und die Fähigkeiten Boni aller Rüstung, die du trägst. Wenn du an einem negativen Kampfattack betroffen bist, mehr Schaden. Was haben wir denn da oben so? Sprintgeschwindigkeit erhöht, Gehgeschwindigkeit erhöht. Händlerpreise gehen runter. 100% zusätzliche Munitionsvorräte. Verbrauchsgegenstände. Naja, so viel bringt das auch nicht. Grundrüstungswert erhöht um 5. Gehgeschwindigkeit. Lauftempo, Wissenschaftswaffenschaden, Chance, wenn du Begleiterfähigkeiten einsetzt. Dialogfertigkeiten plus 10. Das finde ich gut. Das nehmen wir noch mit. Boop. Das nicht verkehrt. Was mit meinen Fertigkeiten? Doch Hacken hochgeballert. Anwenden. Anwenden. Bups. Sehr gut. Damit sind wir durch und machen uns jetzt auf in die goldene Stadt. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Davon haben wir bis jetzt ja nur gehört. Da kommen ja nur die Auserwähltesten und die Leute, die es verdient haben. Das ist ja ein ganz edler, schöner Ort, wo sie alle hinwollen, wo sie alle hinstreben. Mal sehen, ob er den Erwartungen gerecht wird oder ob das alles nur Gelaber ist. Ups. So, auf geht's. Wir wären da also sowieso mit unserer Nebenquest auch nicht weitergekommen, hätten wir jetzt nicht die Mainquest weitergemacht, weil wir sonst nicht dahin gekommen wären. If you stopped in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Okay. Moven wir mal kurz, was ist denn los im Engine Room? Don't move, you got a little bit of sick in your tread. There. Ja. Next time you find Yoka fixing to barf, you come get me. I'll make sure she gets there. Evening, Captain. Or is it afternoon? I don't know how long I've been up here. Sam? Issuing sanitation ticket. Error. Refill printer paper. Nee, alles gut. Machen wir weiter, Sam. So, das war lustig. Sam wurde von... Oh, Bums. Von Parvati vom Erbrochenen befreit. Auch mal wichtig. Höhenangst. Du bist wiederholt aus größter Höhe gestürzt. Wenn du also keinen festen Boden unter den Füßen hast, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Provi, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Geisteshaltung, Belohnung, ein Vorteilspunkt. Ja, Höhenangst. Ich habe wirklich ein bisschen Höhenangst. Wollen wir es machen? Komm. Was heißt keinen festen Boden unter den Füßen? Warnung geht runter, Geisteshaltung geht runter, Geschicklichkeit geht runter. Komm, wir machen das. Wir müssen auch mal was annehmen. Und dafür machen wir als Fertigkeitenpunkt den Grundrüstungswert höher.
understand we have decided to continue supporting the outlaw scientist, Dr. Phineas Wells. Das ist korrekt. So, auf geht's nach Byzantinium. Wo ist denn das? Da? Terra 2 und dann Frachthafen Landeplatz von Byzantinium. Nur German Lux in die goldene Stadt. Byzantium. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. In Byzantium gelandet. Can we talk? Ja. Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. Und das wäre was? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Lustig. Hätte dich nicht für den Typen Mensch gehalten, der Kontakt hält. Which brings us to where we are today. Several messages and a few years late. Okay. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Und jetzt willst du das Versäumte mit ihnen nachholen? Yeah, exactly. Ich sehe keinen Grund, warum du sie nicht besuchen gehen können solltest, wenn es gerade passt. Oh, well, I was thinking you'd come too? Ja, okay. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. Das kriegen wir hin. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Was? Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Hab schon kapiert, Ellie. I've got plenty more suggestions if you need them. Nee, das kriegen wir schon hin. Anything else? Alles gut. Du willst mir etwas sagen, was mit der Suche nach dem Dimethylsulfoxid zu tun hat? I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Was soll das heißen? Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? Das stimmt. Acting a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is. Phineas versucht das Beste für die Kolonie zu tun und ich will ihm helfen. Keine Ahnung, ich habe mich ihm nur für den Moment angeschlossen. Er bezahlt, das reicht. Phineas hat mich von der Hope gerettet. Das Mindeste, was ich tun kann, um ihm zu helfen, ist das hier durchzuziehen. That's one way of looking at it. Ja, so sieht's auch aus. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Ja, das kann man auch sagen. None of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? Wenn Herrchen untergeht, gehen wir alle unter. Ich tue, was ich kann, um es in Ordnung zu bringen. Weil es das Richtige ist, so habe ich drüber noch nicht nachgedacht. Vielleicht hast du recht. Ich habe hier keine Verbindung, aber wenn ich meine Karten richtig ausspiele, gehe ich vielleicht als Sieger aus der Geschichte hervor. Ja, stimmt. Now that's some smart thinking. But Phineas isn't the only game in town, you know. Ja, das stimmt. The board's put a bounty on his head and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people, the ones at the top anyway. Wir können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Ich werde doch nicht so ein Konzernlakai. Don't think of it as being a lackey. Think of it as doing a job and getting paid really, really well. Mhm. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here is going to. Danke für den Rat. Ach, Ellie, ich wusste ja gar nicht, dass ich dir so wichtig bin. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Ach so. Anything else? Was kannst du mir über Byzantinium sagen? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Okay, wieso bist du gegangen? The real question is why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules, and everyone spends all their energy just trying not to break them. Klingt anstrengend. Das nennt man Gesellschaft. Nee, was meinst du damit? I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Oh. Also hattest du mit bürokratischen Hürden zu kämpfen? Das würde mich in den Wahnsinn treiben. Oh ja. Now you see why I left. Ja, kann ich verstehen. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished in bureaucracy.
Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Ich brauche eine Übersicht. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever you do, don't show your teeth when you smile. Wieso nicht? People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Was? Ja gut, man muss sich seine Hobbys suchen, ne? Das ist quasi der Penis-Vergleich hier in Byzantinium. Wer die geileren Zähne? Es muss interessant gewesen sein, dort aufzuwachsen. Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Klingt so, als käme in dieser Geschichte noch ein dickes Ende. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. Okay. Gut, das reicht. Dann gehen wir mal los, ne? That's what I've been saying. Ich glaube, wir sollten... Nee, getrennte Wege gehen. Ich habe doch keinen Bock mehr mit denen. Auf geht's. So, dann nehmen wir... Nayoka nehmen wir nicht mehr... Ach, kacke, Mann. Jedes Mal durch die falschen Knöpfe. Drücke mal E. Aber auswählen ist mit Klicken. Das ist, wie oft mir das jetzt schon passiert ist. So, direkt wieder. Uppala. Könnt ihr einen kurzen Glimp auf den Frachthafen werfen, während ich wieder zurückgehe und das Team wechsel. Weil ich zu doof bin. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Against all odds. So, nochmal. Nayoka nehmen wir nicht mehr mit und dafür Ellie. Oder nehmen wir... Doch, Parvati ist cool. Wir nehmen Parvati und Ellie mit. Auf geht's. Spectrum Vodka. A glass for every class. Jetzt haben wir die Reichen. Das ist der Violette. Ach so, die haben verschiedene Farben. Red, das ist wie Red Label und Black Label und so. Da kann man sich dann, je nachdem, wie viel Kohle man hat, den entsprechenden Vodka raussuchen, den man sich auch leisten kann. Aber schmeckt natürlich alles gut. Ganz klar. So, mal gucken, was hier los ist. Wir gehen hier erstmal vorsichtig runter und treffen hier eine Person. Carmen. Hi, Carmen. Coole Brille. Do you mind? I'm meeting someone. Hör auf mich. Ja, Vanias hat mich geschickt. Mit den Augenrollen und dramatisch seufzen. I... Oh. You mean I'm supposed to be meeting you. Lass uns keine Zeit verlieren. Du hast Informationen für mich. Warum wirkst du so überrascht? Nothing. It's just... I thought you'd be taller. Okay. Anyway, let's not get hung up on that. The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Bringen wir... Der Phönix? Yeah. That's my codename for... You know. Our mutual friend. Ach, okay. Was ist dein Codename? Oh. I'm Golden Eagle. Cool. Hab ich auch einen Codename? Yeah. I named you Cuckoo. Im Ernst? It makes sense if you think about it. Because I didn't know who you were and old Earth Cuckoos would routinely trick other birds into feeding them. Okay. Wie auch immer, gib mir einfach die Informationen, nach denen ich suche. Nichts da. Ich bin Goldadler. Du kannst Kuckuck sein. That doesn't even make... Fine. Okay. Fine. Does this mean I'm supposed to have one too? Fine. But make it a really good one. Let's go with Rufus Hummingbird. Forget it. Codenames are for amateurs anyway. Ew. Too late. I've already marked it off. Can't just go reassigning codenames. Oh, can I be chicken? Because chickens will adopt any critter's baby and keep them warm. You sure you don't want to be raven or sparrowhawk? Aww. Oh. Okay. Chicken it is. Anyway, you're looking to make contact with Minister... Der Elster. Magpie, right? I should warn you, it won't Magpie. Be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Oder Pico Pico in Lateinisch. Ich bin ein bisschen Fan von Elstern, muss ich sagen. Tatsächlich, ich finde die so geil. So, ich sollte dich warnen. Das wird nicht leicht. Er bleibt die meiste Zeit in seinem Anwesen, ständig bewacht wird. Es muss doch einen Weg geben, den Minister an einem weniger gesicherten Ort zu erwischen. Oh, der Hornkrähe. Der Hornkrähe. Das heißt, wir werden unser Gespräch auf nächstes Mal verschieben. Jetzt, wo es gerade so spannend wird. Ja, ist doch gut, wir hören dich doch. Meine Lieben. Ihr hört den Hornkrähen, du, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben hier einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst das sprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.